Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Recken gegen HBW Balingen-Wallstetten mit Balings Trainer Jens Bürkle, unserem Trainer Carlos Ortega und unserem sportlichen Leiter Sven Sören Christoffersen. Jens, ich glaube, ich darf beim Du bleiben. Ich darf dich um deine Analyse bitten. Das nehme ich dir jetzt weg nach dem Ergebnis. Nimmst du das Mikro rüber? Was soll ich es vorholen? Erstmal Glückwunsch an die TSV. Zum absolut verdienten Sieg, auch in der Höhe verdient. Ich glaube, wir haben hinten raus sogar noch ein bisschen Glück, dass es nicht noch deutlicher wird. Ich finde trotzdem, wir machen bis zum 22.19 wirklich ein sehr vernünftiges Spiel, geben Hannover auch ein paar Aufgaben, versuchen Morten da nach den Spielen der letzten Wochen auch so ein bisschen auszubremsen. Und es ist uns eigentlich, glaube ich, ganz gut geglückt. Und dann geht es in der Phase dann irgendwann zu schnell. Also machen wir 2, 3 unvorbereitete Würfe und dann Konter, Konter, Konter. Und dann ist das Spiel innerhalb von 3 Minuten wahrscheinlich kaputt. Und das müssen wir abstellen, weil wir es jetzt schon 1, 2 Mal hatten, dass es dann einfach zu schnell geht. Und da fällt vielleicht auch so ein Mann wie Martin Strobel, der so ein bisschen Ruhe dann auf das Feld bringt. Trotzdem waren heute gute Dinge dabei, dass es nachher so schnell geht und dass wir uns dann so ergeben. Das hätte ich mir schon anders gewünscht hier. Trotzdem muss ich jetzt damit leben. Ja. So ist es leider. Ich hätte ganz gern hier gewonnen. Ich habe hier ganz gern früher auch gewonnen. Das hätte ich ganz gern nochmal gemacht, aber da waren wir heute zu weit weg. Vielen Dank, Jens Bürkle. Carlos, Glückwunsch zum Sieg. Dein Fazit bitte. Danke. Danke für den Glückwunsch. Was kann ich sagen? Wir haben zufrieden. Die erste Halbzeit, ich hatte viele Probleme in unserer Abwehr. In Angriff war gut. Ich glaube, dass Balingen probieren von Eims, wenn wir waren. Arbeiten mit 2 Pivoten von der Außen. Und ich hatte ein kleines Problem zu Start, aber ich glaube, das Ende war gut. In der zweiten Halbzeit, unsere Anfänger war, ich habe zufrieden zu viel mit den Jungen. Und ich hatte die Kontrolle für das Spiel, die ganze Spiel. Und okay, jetzt wir müssen denken in den nächsten Rival Lengo im Sonntag. Dankeschön. Viel Glück, Balingen, in der Zukunft. Ja, vielen Dank, Carlos. Sören, Frage an dich. Glückwunsch auch natürlich. Wie hast du heute die Recken gesehen? Ja, es hat über weite Teile sehr großen Spaß gemacht, die Mannschaft zu beobachten, auch zu gucken, wie die Spieler, die vielleicht abseits des Feldes nicht unmittelbar involviert sind, und zu sehen, dass da wirklich eine sehr, sehr homogene Einheit zusammenwächst. Die Jungs haben sehr, sehr viel Spaß. Den transportieren sie, glaube ich, auch auf die Zuschauer. Wir hatten heute auch wieder eine tolle Stimmung in der Halle. Ich glaube, keiner hat es bereut, auf dem Mittwochabend hier sich zum Handball begeben zu haben. Und ja, dieses Momentum müssen wir am Leben erhalten. Das ist eine tolle Situation, in der wir aktuell sind. Auch wenn man sieht, wie wir unsere Ausfälle kompensieren. Vincent Büchner macht gerade in der ersten Halbzeit ein super Spiel, bringt da seine Schnelligkeit ins Spiel. Domenico hat heute ein super Spiel gemacht. Und ja, wenn man irgendwie so das Haar in der Suppe suchen möchte, dann war es vielleicht am Anfang, Carlos hat es auch ein bisschen angesprochen, dass man noch nicht so richtig klar wegzieht. Da hatten wir auch in der ersten Halbzeit schon 2, 3 Mal die Möglichkeit. Aber spätestens dann, Jens hat es erwähnt, nach dem 22:19 kommen wir nochmal so richtig in Schwung und dann brennt die Hütte ja auch, und für uns einfach eine gelungene Vorstellung. Wir haben unsere Pflichtaufgabe hier nach den beiden in Anführungsstrichen Bonuspunkten in Göppingen erledigt und ja, gucken jetzt nach vorne. Es sind ja viele Spiele jetzt in kurzer Abfolge. Wir sind in Lemgo dran, die präsentieren sich aktuell sehr, sehr stark, und ich glaube, da müssen wir an diese Leistung anknüpfen, um auch in der Lipperlandhalle erfolgreich zu sein. Schaffen aktuell aber die besten Voraussetzungen und hatte einfach heute sehr, sehr viel Freude an dieser Mannschaft. Danke. Ja, ich will jetzt mal gar nicht das Haar in der Suppe suchen, sondern vielleicht nochmal auf einen Treffer hinweisen. Das 31-22 Johannes Feise war, glaube ich, die jüngste Mannschaft, die je bei den Recken auf dem Platz stand. Wie nimmst du die jungen Spieler wahr momentan, Sören? Die Einstellung ist einfach super. Ich habe auch zu Carlos nach dem Spiel schon gesagt, er hat es ja auch erwähnt, dass er sehr, sehr zufrieden war mit der Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit. Und auch als wir durchgewechselt haben, ist da eigentlich kaum Leistungsabfall zu sehen gewesen. Und es ist auch, ich glaube, im Handball spricht man sehr, sehr häufig davon, diese Einsatzbereitschaft, und die habe ich einfach bei jedem gesehen. Es brennt jeder, der auf dem Spielfeld ist, hängt sich voll rein, und das
ist im Moment das, was manchmal schwer zu transportieren ist und was wir im Moment aber von der Truppe Woche für Woche sehen. Und ich glaube, das ist die große Stärke, die wir aktuell haben, diese mannschaftliche Geschlossenheit, dass die Jungs füreinander kämpfen, auch Ausfälle dann eben mannschaftlich geschlossen kompensieren und wir eben nicht nur von einzelnen Personen abhängig sind, sondern in der Breite gut aufgestellt sind. Und insofern ist es auch für die Youngster, die, also du hast es angesprochen, wenn da stand nachher halbe A-Jugend auf dem Spielfeld oder erweitert, das ist natürlich toll, dass sowas auch aufgeht. Und wir wollen jetzt einfach weitermachen, weil ich glaube, dass wir eine gute Situation haben, wenn wir eben die Kräfte auch auf mehrere Schultern verteilen können. Ja, danke, Smöre. Gibt es Fragen von den Pressevertretern? Vorne rechts Simon Lange, Matzak Sport, bitte. Die erste Frage würde ich an den Gast stellen, Jens. Abseits vom Spiel und vom Ergebnis, mit dem du natürlich nicht zufrieden sein kannst, wie hast du dich heute hier gefühlt, wohlgefühlt? Ich glaube, du wurdest warm empfangen und konntest im Vorfeld auch irgendwie das eine oder andere Gespräch führen. Wie hast du das wahrgenommen heute, deine Rückkehr nach Hannover? Also erstmal sehr, sehr positiv. Ich hatte zwei schöne Jahre hier. Wir haben damals die Mannschaft auf dem Platz 13 übernommen und sind im ersten Jahr dann Siebter geworden. Ein halbes Jahr später waren wir Fünfter und haben dann echt auch viele schöne, tolle Momente gehabt. Dass die Rückrunde dann nicht so lief mit nur 4 Punkten, war natürlich schon auch zäh für uns. Und da sind viele Dinge zusammengekommen. Aber ich habe die Stadt und die Leute, mit denen ich hier arbeiten durfte, immer sehr große Freude daran gehabt und großen Spaß daran. Auch wenn sportlich mal durch ein Tal ging. Und es war trotzdem sehr, sehr lehrreich und deshalb habe ich das sehr genossen und ich habe auch die Menschen hier immer gemocht. Offensichtlich manche mich auch noch, zumindest haben sie mich freundlich begrüßt. Auch so auf den Straßen haben wir ein paar Leute getroffen, die ganz überrascht waren, dass ich hier rumlaufe. Also war sehr zufrieden, was das angeht. Die Niederlage hätte ich ganz gerne ein paar Tore geringer gehabt. Das trübt jetzt den Gesamteindruck von der Stadt Hannover. Aber sonst bin ich sehr zufrieden gewesen mit dem Drumherum. Aber das ist leider nicht entscheidend. Nachfrage? Eine noch, Carlos, der Blick schon auf die Tabelle, 6:0 Punkte, zweiter Tabellenplatz, glaube ich, Bilanz ist perfekt und vielleicht kannst du noch einen Ausblick auf Sonntag auf Lemgo geben. Bilanz bisher und der Blick auf Sonntag. Ja, unsere Position in der Tabelle ist super jetzt, aber wir haben immer noch 31 Spiele mehr, ne? Aber yes, ja, wir sind glücklich. Freitag wir sind fokussiert in Lemgo. Normalerweise in unserer Geschichte wir haben gutes Spiel da, aber immer jeden Spiel ist ein neues Spiel. Heute Lemgo war super in Melsungen, war knapp Spiel zu Ende. Aber wir sind positiv und wir starten vorbereitet am Freitag. Noch weitere Fragen? Kann ich nicht erkennen, dann darf ich mich bedanken. Jens, dir eine angenehme Heimfahrt wünschen trotzdem, auch wenn sie sehr lang wird. Viel Erfolg Sonntag gegen Melsungen und dass du bist natürlich weiterhin auch in Zukunft ein gern gesehener Gast hier in der Reckenfestung. Und dann darf ich noch daran erinnern, nächstes Heimspiel der Recken ist am 15.09., also nächste Woche Sonntag gegen den Bergischen HC. Topspiel, 13:30 Uhr hier in der Swiss Live Voll. Bis dahin einen schönen Abend. Vielen Dank.